Ich bin der Harald, ich bin einer von 5 Immobilienmaklern bei der Sparkasse Oberland. Ich erzähle euch heute etwas zum neuen Maklergesetz, das seit 23.12.2020 in Kraft getreten ist. Bisher war es in Deutschland nicht gesetzlich geregelt, in welcher Höhe eine Provision bei Käufer und Verkäufer im Immobilienverkauf verlangt werden darf. Seit 23.12. gibt es hier eine klare gesetzliche Regelung. Jeder Partner, sprich jeder Käufer, jeder Verkäufer, bezahlt genau die gleiche Höhe, sprich 50% der gesamten Provision. Diese liegt in Bayern bei ca. 6% zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es werden auch für beide Seiten entsprechende Leistungen erbracht. Beim Verkäufer werden zum Beispiel Unterlagen beschafft, es wird ein Exposé erstellt, es wird entsprechend beworben, die Immobilie. Das heißt, wir sind im Immobilien-Scout vertreten, auf dem sparkasseneigenen Immobilienportal, natürlich auch in unseren Aushängen. Und wenn wir dann einen Käufer gefunden haben, begleiten wir natürlich die ganzen Preisverhandlungen. Wir begleiten auch Käufer und Verkäufer zum Notar und bringen alles zum guten Abschluss. Im Gegenzug für den Käufer, dem stellen wir entsprechende Unterlagen für die Finanzierung zur Verfügung, klären Detailfragen zum Haus und begleiten ebenfalls Kaufpreisverhandlungen, führen Besichtigungen durch und sind eben auch bei der Übergabe mit dabei. Demzufolge seht ihr, dass für beide Parteien entsprechende Leistungen erbracht werden, die dann auch entsprechend Geld kosten. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen zum neuen Maklergesetz geben und bin natürlich bei Fragen jederzeit auch für euch da. Ich wünsche euch alles Gute und vielleicht bis bald. Ciao!